Und wir machen weiter mit der nächsten Teilnehmerin, Martina Grabowski, die sich fragt, was macht Menschen aus, die verantwortlich handeln? Martina Grabowski ist Gestalterin und Markenberaterin, arbeitet bei, für, mit Kochern und Partner und sie setzt sich auf verschiedenen Ebenen mit gestalterischer Verantwortung auseinander. Sie geht sogar so weit zu fragen, ob der Designer nicht eigentlich ein Verbrecher ist, ein Umwelttat. Aber sie stellen die Frage, sie nehmen die Frage auf. Ein Umweltverschmutzer, der andere Menschen quält mit seinem Ego-Trip, der zum Produkt geworden ist. Martina Grabowski macht eine kritische Auseinandersetzung mit der Frage Verantwortung und Design. Sie macht etwas, was mir persönlich immer gut gefällt, nämlich über Begriffe gehen, über Worte, setzt sich mit einzelnen Worten auseinander. Am besten macht sie das jetzt einfach selbst. Okay, ich übergebe. Vielen Dank. Well, first, Mark, I have to say, very nice talk. I'm impressed. I'm probably not going to find the right words for myself now. Okay. Design bewegt. Ich habe den Untertitel meines Vortrags, der, keine Ahnung, wie der da hingekommen ist, weggelassen, weil er eigentlich gar nicht zu dem passt, was ich eigentlich erzählen möchte. Ich tue mir nämlich schwer mit Grenzen und dieses über Grenzen hinweg und so ist eigentlich gar nicht so richtig meins. Design bewegt. Am meisten die Designer selbst, wie ich meine. Ich weiß nicht, ob sie das so verfolgen, wahrscheinlich schon. Sie lesen ja sicher alle sehr, sehr viel. Im Moment sind Manifeste total in. Das waren sie eigentlich schon immer. Dieter Rams hat irgendwann damit angefangen. Die benutzen wir auch schön für unser Programm der TGM dieses Jahr. Dann hat Stefan Sagmeister irgendwann nachgelegt. Die Goldenen Hirschen haben dieses Jahr eine neue Publikation rausgebracht, Strichpunkt, 37 Signals, etc. etc. Alle beschäftigen sich mit tollen Punkten, die ich dann später wahrscheinlich auch auf der Liste haben werde. Und weil wir alle im Prinzip eigentlich uns auf die gleichen Dinge beziehen und sehr viel Wahrheit drin steckt und die meisten Sachen sehr simpel sind, werde ich jetzt auch nicht versuchen, das Gleiche nochmal in andere Worte zu packen, sondern bediene mich einfach Zitaten anderer Menschen, die ich richtig finde in dem Zusammenhang. Deswegen erstmal danke an alle, die diese Dinge von sich gegeben haben. Als Boris Kocher mich gefragt hat, ob ich einen Vortrag halten möchte, habe ich mir gedacht, so, wow, das Line-up ist irgendwie beeindruckend. Ich beschäftige mich zwar mit dem Thema, aber wie soll ich diesen Vortrag aufbauen? Was soll ich denn eigentlich erzählen? Und dann hat er gemeint, dann lass es mich doch andersrum machen, ich erzähle dir, warum ich dich jetzt gefragt habe. Und er hat gemeint, es sind eigentlich drei Gründe, die mich beeindruckt haben, wie wir uns kennengelernt haben und angefangen haben, miteinander zu arbeiten. Der erste war, dass er der Meinung war, dass wir in Kontinuität sehr, sehr gute Arbeit machen, die ich natürlich nicht alleine mache, sondern zusammen mit meinem Team, das immer noch tue. Diese Kontinuität, die ist mit mir manchmal auch gar nicht so leicht. Das werden viele erzählen können. Ich bin meistens nie besonders zufrieden, frage mich immer, geht es eigentlich noch ein bisschen besser? Haben wir das Richtige getan? Hätten wir es anders tun sollen? Bis die Sachen dem Kunden präsentiert werden, vergeht sehr viel Zeit, die teilweise sehr qualvoll sein kann, bis ich der Meinung bin, okay, jetzt können wir damit raus und das präsentieren. Der zweite Punkt ist, weil ich meistens keine Ruhe gebe und es gab so eine Situation, wo wir uns kennengelernt hatten, wir hatten Kunden betreut, die haben eine Software entwickelt, die Kinder davor schützt, dass sie im Internet auf die falschen Seiten kommen. Wir waren beauftragt, nur das Design zu machen, haben die so ein bisschen konzeptionell dabei unterstützt, wie sie ja Kommunikation aufbauen und den Rest wollten sie, weil sie ja eigentlich kein Budget dafür hatten, eigentlich selber durchführen. Irgendwann habe ich gemerkt, die kriegen das einfach nicht gebacken. Und ich habe so sehr daran geglaubt, dass sie das schaffen könnten, dass ich mich dann irgendwann in den Zug gesetzt habe und sagte, ich fahre jetzt einfach dahin, setze mich mit denen hin und wir entwickeln dieses Ding zusammen, ob sie es nun zahlen können oder nicht. Und ich glaube, das war so ungefähr um die Zeit rum, wo wir uns kennengelernt haben.
Und der letzte Punkt, weswegen ich hier stehe, weil ich naiv genug bin. Naiv genug bin zu glauben, dass man es tatsächlich schaffen kann, die Welt als Gestalter ein bisschen besser zu machen. Und zwar nicht nur tatsächlich besser im Sinne von ästhetisch besser und schöner, sondern tatsächlich besser machen. Good Design Can Change the World. Das ist eins der Punkte, die bei Strichpunkt in dem Buch Good Design is a Tough Job stehen. Das Einzige, was mich wirklich irritiert hat, ist eigentlich der Titel dieses Buches, weil ich mich gefragt habe, haben wir den Beruf als Gestalter deswegen gewählt, damit wir einen schönen, netten, easy Job haben, wo wir ästhetische Dinge machen können? Ich für meinen Teil eigentlich nicht. Und ich denke, sich selber das immer erklären zu müssen, dass wir eigentlich wirklich einen ernsthaften Job machen, den wir hier tun, ist eigentlich überflüssig. So eine Aktion wie diese jetzt von der MCBW versucht ja genau diese Dinge irgendwie aufzudecken. Und ich sehe das Ganze sehr, sehr kritisch, weil ich glaube, die Menschen kapieren schon, was wir eigentlich machen, was wir bewirken können mit dem, was wir tun. So, Verantwortung gestalten oder Verantwortung in der Gestaltung, glaube ich, dann ausführlich. Der Titel dieser Konferenz hier. Zum einen mal die Frage, was ist denn eigentlich Gestaltung? Man übernimmt Verantwortung, man delegiert Verantwortung, man gibt Verantwortung ab. Geht es denn überhaupt, wenn man sich das Ganze im Prinzip einfach mal kurz übersetzt anguckt, weil ich finde, dass das Wort viel, viel besser beschreibt, um was es da eigentlich geht bei der Verantwortung, teilt sich das eigentlich in zwei Sachen auf. Response and Ability. Response bedeutet Antwort, Reaktion, Stellungnahme. Ability, die Fähigkeit, das Talent und das Können. Und übersetzt heißt es eigentlich, dass es man Verantwortung übernimmt, wenn man die Fähigkeit hat, Stellung einzunehmen oder eine Antwort formulieren zu können oder das Talent richtig reagieren zu können. Entschuldigung, ich muss immer wieder husten, weil mir seit gestern so ein bisschen was irgendwie im Hals rum geht. Ich bin der Meinung, dass man Verantwortung wirklich nie abgeben kann. Man hat Verantwortung oder hat sie halt einfach nicht. Und wir können, wenn wir Menschen in unserem Leben treffen, die das Talent, das Können haben, die Fähigkeit haben, Dinge richtig zu machen, Probleme richtig zu analysieren, mit denen eine Aufgabe teilen, eine Aufgabe abgeben, aber niemals die Verantwortung. Und die sind dann auch fähig, die Verantwortung auch wirklich selber erfüllen zu können. Das heißt, für mich die Frage, was haben die Menschen, die in unserer Welt was verändern, was haben die für Fähigkeiten, was haben die so im Package mit dabei? Und da stimme ich Marc zu, bei uns geht es auch so bei den Bewerbungsgesprächen, dass es uns eigentlich in erster Linie erstmal um den Menschen geht und wir versuchen zu verstehen, was steckt denn eigentlich da ein Potenzial drin und gucken uns nicht an, ob der Photoshop oder Illustrator oder sonst irgendwas kann. Und bei der Sammlung bin ich tatsächlich auf die 10 Begriffe gekommen, die vorhin schon erwähnt wurden und die ergeben so eine schöne Reihe, die eigentlich eine Entdeckung war, angefangen bei der Naivität, die ich persönlich ja wohl habe, über die Fähigkeit der Neugierde, das heißt einfach mal gucken, was dahinter steckt, der Offenheit auch mal Dinge einfach stehen zu lassen, sie existieren zu lassen, sich da nicht immer reinzumischen, die Leidenschaft, was zu entwickeln, die Fähigkeit, das Ganze so weit zu reduzieren, dass man beim Kern angekommen ist, das Wissen um die Dinge, um das Drumherum, immer die Frage nach der Relevanz, die Konsequenz in der Umsetzung, Respekt und letztendlich der Übermut teilweise, der uns befähigt, mal neue Wege zu gehen und andere Dinge zu bewegen, wie es im normalen Kontext möglich sind. Heute kam das Wort Übermut schon mal vor und ich habe mich sehr darüber gefreut, im Übrigen. Ich fange mal kurz bei der Naivität an. Mit einem Satz, den der Stefan Sagmeister formuliert hat, wenn ich mutig bin, funktioniert es immer.
Ich fand ihn so toll, dass ich mir den ausgeliehen habe, Stefan. Und möchte in dem Zusammenhang ganz kurz mal über mich selber was erzählen, wer ich eigentlich bin, weil im Gegensatz zu Stefan Sagmeister oder Eric Spiekermann kennen mich nur wenige hier im Publikum. Ich glaube, ich war schon immer ein Mensch, der sich meistens viel zu große Schuhe angezogen hat und dann geguckt hat, wie er da drin laufen kann und versucht hat, reinzuwachsen. Ich bin nach 13 Jahren aus diesem Land, wo dieses Foto gemacht wurde, ausgewandert in einem Land, wo man eigentlich nicht angehalten war, irgendwie selber zu denken oder was zu entwickeln, sondern bestimmten Regeln folgen musste. Und war erstmal so richtig schockiert, wo ich in Deutschland angekommen bin, wegen der Möglichkeiten, die sich auf einmal aufgetan haben, weil ich das Potenzial gesehen habe. Und ich habe mich damals mit 13 hingesetzt und habe mir für die Leute und Freunde, die zurückgeblieben sind, Gedanken gemacht, was könnten die denn eigentlich für ein Business aufbauen, wie könnte das funktionieren, wie könnte es aussehen, was könnten die Modelle sein. Und da hat es bei mir eigentlich angefangen, mich damit zu beschäftigen, wie gestaltet man eigentlich Unternehmen. Habe darauf auch diese Briefe darunter geschickt. Ich glaube, so richtig passiert ist aus den ganzen Sachen nicht. Vielleicht waren sie damals auch sehr naiv, die Ansätze, die ich formuliert habe. Aber das hat mich nicht losgelassen, dass ich immer gedacht habe, es ist möglich, was zu bewegen, es ist möglich, was auf die Beine zu stellen. Man muss es nur wollen und man muss da dranbleiben. Ich muss einen Schluck was trinken, sonst haut mir die Stimme auf. Entschuldigung. So. Ich habe später dann in Schwäbisch Gmünd visuelle Gestaltung studiert, ist auch noch eine ganze Weile her, und habe ab dem Vordiplom angefangen, mich mit der digitalen Kommunikation zu beschäftigen, was ich sehr spannend fand, aus mehreren Gründen, nicht wirklich, weil es unbedingt was Neues war, sondern weil ich mir gedacht habe, die klassischen Medien, die kann man sich aneignen, man hat wahnsinnig viel Basis, man hat sehr viel Historie dahinter. Die Frage ist nur, wie gehen wir damit um, was da auf uns zukommt, wo wir uns gar nicht dagegen wehren können, weil es passiert so oder so. Das heißt, wir können eigentlich nur produktiv damit umgehen und anfangen, das Ganze zu gestalten. Und das ist eigentlich das, was mich die ganze Zeit antreibt, auch heute noch, dass wir zwar eine Corporate Design Agentur sind, wo wir natürlich beim Logo anfangen, auf Visitenkarten machen etc., aber wo wir uns immer wieder auf Aufgaben stürzen, die möglicherweise neu sind, neue Medien, und wo wir mit Aufgabenstellen konfrontiert sind, die es in der Form vielleicht noch nicht gegeben hat. Ich zeige mal jetzt ein Projekt, das eben mit dieser Neugierde auf das Neue zu tun hat, das jetzt grafisch möglicherweise nicht das unglaublich spannendste, künstlerischste Projekt ist, sondern aber diese Auseinandersetzung hat. Der Horst Moser, ich weiß nicht, ob er heute da ist, ich habe ihn heute noch nicht gesehen, ist irgendwann, weiß nicht, vor einigen Monaten auf uns zugekommen und hat uns erzählt, dass er das Magazin, das er für Siemens macht, aufs iPad bringen muss und ob wir ihm dabei unterstützen können, wie man das eigentlich richtig macht. Und das Spannende an dem Projekt ist eigentlich der Prozess und die Frage, inwiefern ist dieses Ding, das auf dem iPad ist, dann eigentlich noch eins zu eins das Magazin, wann muss es es verlassen, wann ist es wirklich Mehrwert, etc. Und dieser ganze Prozess ist noch in der Mache. Wir sind gerade dabei, das zweite Issue zu machen, um das zu überprüfen, was da entstanden ist. Und sind oft mit Dingen im Moment konfrontiert, die eigentlich noch nicht gehen, weil es auch auf neue Technologien aufsetzt, aber mit Sicherheit irgendwann mal kein Thema sein werden. So sieht das Ganze aus. Das ist ein richtiges B2B-Magazin, das wirklich gestalterisch sehr, sehr nüchtern gehalten ist. Siemens-Look, sehr straight, aber teilweise ganz, ganz spannende inhaltliche Geschichten drin hat. Und ich zeige jetzt einfach nur mal so ein paar Screens aus dieser App raus, wie man durch das Magazin navigiert. Die andere Art und Weise, wie man durch die Geschichten, die dieses Heft einen anbietet, durchkommt.
aber auch bis dahin, dass man dramaturgisch versucht, das Heft so aufzubauen, dass es starke emotionale Aspekte drin hat, natürlich angereichert mit Bildergalerien, mit Filmelementen, auch der Fragestellung nach, was passiert denn eigentlich, wenn man dieses iPad dreht. Wir haben uns zum Anspruch gesetzt, dass es wirklich auf den Punkt genau der gleiche Text in beiden Formaten sein soll, das sich jetzt erstmal total trivial anhört, wahnsinnig schwierig ist, weil die Artikel über mehrere Seiten gehen und man nicht das Gefühl haben sollte, der hört jetzt einfach irgendwo auf, sondern immer dieses Gefühl eines Flusses haben soll. Und natürlich interaktive Elemente, wo man anfangen kann, mit den Inhalten des Magazins zu spielen und bei der ganzen Geschichte der roten Faden niemals aus dem Auge lassen und die Marke nicht aus dem Auge zu verlieren. Ein Bereich übrigens, den ich persönlich sehr, sehr spannend finde, weil wir uns dem nicht verschließen können, dass es einfach einen anderen Umgang mit den Medien gibt. Und das Wichtige, das ich finde, ist eigentlich der Inhalt, und wenn man damit ehrlich umgeht und einfach versucht, eine richtige Übersetzung zu finden, dann ist man auf dem richtigen Weg. Offenheit. Die Offenheit besitzen, hatte ich vorhin gesagt, die Dinge einfach so sein zu lassen zu können, wie sie sind. Ich habe für die Bilder, die jetzt dann gleich kommen werden, ein Zitat ausgewählt, wo ich weiß, dass es dem Menschen, der hinter dem Projekt steht, sehr am Herzen liegt. Die Schönheit liegt im Auge des Betrachters. Was gemeint ist mit Schönheit an dieser Stelle, ist eigentlich tatsächlich wirklich das subjektive Empfinden und nicht irgendeine objektive Tatsache. Nichts, was man bewerten kann, sagen, das ist schön und das ist nicht schön. Was eigentlich für die Schönheit bedeutet, dass sie mehr ist, eigentlich nur wie die Oberfläche, wie die Form des Ganzen, sondern einfach sehr viel mehr dahinter steckt. Das Unternehmen, um das es geht, ist Auerberg. Ganz am Anfang, da war ich noch nicht in dem Projekt mit drin, kam der Christoph Böninger irgendwann mal bei uns in der Agentur an und hatte in seinem Kofferraum diese Kiste drin. Und die ist sinnbildlich für das, was er sich erhofft hatte, was er aufbauen kann. Das ist ein Unternehmen, das Produkte schafft, die wertvoll sind, so wertvoll sind, dass sie wertig verpackt werden und so verpackt sind, als dass es dabei kein Müll gibt hinterher, keine Kartons oder Verpackungsmaterial, sondern die Vision einer Kiste, die man dann auch behalten kann oder gegebenenfalls wieder zurückschicken kann an das Unternehmen. Das heißt, die Fragestellung, wie schafft man Produkte, die sehr, sehr hochwertig sind, die technisch wirklich raffiniert sind, wie geht man da an die Grenzen und wie kriegt man es hin, Produkte so zu machen, dass sie halt einfach absolut keinen Müll produzieren. Das Zweite ist, dass alles, was aus dem Hause Auerberg kommt, wirklich nur in Bayern, auch so ein bisschen außenrum produziert wird von Handwerksbetrieben, die es hier gibt. Das heißt, keine weiteren Transportwege etc. Was ist Auerberg? Auerberg ist eine Marke von Designern und Architekten für Menschen, die Gestaltung lieben, die sich gerne mit schönen Dingen umgeben. Und es ist, versteht sich wie ein Autorenverlag, wo die Produkte, die da drinnen stehen, allein dem Anspruch und dem Kriterium des Designers Genüge tun müssen. Das heißt, da quatscht kein Marketing dazwischen, keine Regeln der Industrie, nichts, wenn der Designer denkt, so muss dieses Produkt aussehen, um das zu erfüllen, was ich mir vorstelle. Dann versucht Auerberg, diese Designer dabei zu unterstützen, dass sie genauso produziert werden können. Ich zeige jetzt einfach mal ein paar Fotos, dass ihr seht, was für Produkte das sind. Wirklich bunt gemischt alles, was man an Möbel, an Accessoires so haben kann. Und eins der wirklich besonderen Produkte in diesem Sortiment ist gar keins von einem Designer, der jetzt da dabei ist in dieser Gruppe von Auerberg, sondern es ist ein Fundstück. Es wurde der Stein, der umwickelte Stein, ist vom japanischen Künstler, ich muss jetzt ablesen, weil ich mir den Namen natürlich nicht merken kann, Hashiro Kusuga. Und es ist eine Interpretation einer japanischen Tradition, die heißt, wenn Stein mit einem Faden umwickelt ist und an einem Weg liegt, dann bedeutet das, dass man da nicht weitergehen sollte.
Und diesen Stein kann man sich erwerben und abends vielleicht auch mal aufs Laptop drauflegen. Und dann heißt es, es ist auch mal gut für heute, da geht es nicht weiter. Eigentlich ganz schön, also es ist der totale Knaller, die müssen andauernd aus Japan diese Dinge wieder neu importieren, weil die jeder haben will. Die Marke Auerberg, nur damit ihr so ein bisschen Eindruck bekommt, sieht so aus, wir haben hier mit der Aue und mit dem Berg gespielt. Auerberg ist ja tatsächlich ein Ort in Bayern und verbindet die Aue und den Berg, diese zwei Extremen. Und die Materialien sind so gemacht, dass sie immer mit diesen zwei Seiten spielen. Übrigens, die stellen im Ägyptischen Museum aus. Wer mag, kann da mal vorbeigehen. Jetzt während der MCBW, dann kann er sich die Sachen im Original angucken. Katalog. Was auch im Mittelpunkt der ganzen Produkte steht, ist the story behind. Jedes Produkt hat ja eine Geschichte, wie das Ganze entstanden ist, was so die zündende Idee war, was dahinter steckt, was dem Designer am Herzen gelegen ist. Und sowohl in dem ersten Katalog, auch in dem zweiten Katalog, nehmen diese Geschichten einen großen Raum ein und bekommen sehr viel Bedeutung. Ein paar Screens von der Website, das fand ich ganz gut, weil da sieht man auch, wer da alles so dabei ist in dieser Gruppe. Natürlich kann man den Kram auch im Shop kaufen. Und ich gucke, dass wir die Webseite so gestalten, dass man möglichst viel atmosphärischen Eindruck davon bekommt und eine Inszenierung der Produkte hat und die Marke, die sich sehr, sehr stark zurücknimmt in dem ganzen Kontext. Das sind die Designer. Und dann natürlich jeweils auch mit den Produkten, die dazu gehören. Gut. Leidenschaft. Ich finde ein wunderschönes Zitat, dass wir oft die Antwort auf Fragen oder Probleme da draußen suchen, die oft meistens in den Sachen selber liegen. Ich habe für diesen Teil Arbeiten ausgewählt von einer Designerin, die ich faszinierend finde. Und ich finde die Arbeiten toll. Candy Chung arbeitet in USA, in New Orleans hauptsächlich, lebt da. Und ihre Arbeiten haben sehr viel damit zu tun, was in ihrer näheren Umgebung passiert. Sehr viel mit dieser Stadt zu tun, mit der Entwicklung der Stadt und der Entwicklung der Menschen. I Wish This Was heißt das Projekt. Inspiriert ist es durch die vielen, vielen Läden, die da leer standen in New Orleans. Ich glaube, das hat gestartet im November 2010. Und sie hat sich gefragt, wie kriegt man das eigentlich hin, dass die Businesses, die da reingehen, nicht nach zwei Wochen wieder rausgehen, weil sie einfach keine Umsätze machen, weil das Ganze nicht funktioniert. Und hat Stickers entwickelt, auf denen draufsteht, I wish this was, und die sind leer. Und hat die auf die Fensterscheiben oder auf die Bretterverschläge an diese Buildings dran geklebt. Und die Leute konnten draufschreiben, was sie sich denn wünschen würde, was das wäre, wenn es was wäre. Und die Sammlung, ihr könnt mal im Internet gucken, das ist wirklich verblüffend. Die Menschen haben mitgemacht. Das ist besonders schön, finde ich. Und das auch, weil da steht drauf, ich weiß nicht, ob man es von überall sieht, I wish this was a bakery. Und da hätte jemand dazu geschrieben, if you get the financing, I will do the baking. Und eine großartige Geschichte, die sich von dem Gedanken so ein bisschen fortsetzt in einem weiteren Projekt, das sie gemacht hat, und zwar eine echte Twitter-Wall. Und zwar so richtig echt, eine Wand, auf der die Anwohner angehalten sind, draufzuschreiben, was sie sich denn wünschen würden in ihrem Leben. Before I die, Punkt, Punkt, Punkt. Und jeder konnte draufschreiben, was er sich denn eigentlich wünscht. Und auch dazu ein paar Bilder. Und
Und das ändert teilweise sogar so, wo es eine lebendige Twitter-Wall habe ich so noch nie gesehen, weil die Belanglosigkeiten, die manchmal über das normale Twitter so laufen, sind wirklich langweilig und man ist ja hier wirklich verführt, so diese ganzen Kommentare zu lesen und oft beantworten sich die Leute die Sachen gegenseitig und es ist wirklich, wirklich, wirklich beeindruckend. Das Ganze wurde als Idee so erfolgreich, dass es als Idee exportiert wurde in andere Länder und es wirklich verschiedene Stellen auf der Welt gibt, meistens sozial schwächeren Gebieten, wo man diese Wände findet und die Menschen draufschreiben können, was sie sich in ihrem Leben wünschen. An der Stelle beeindruckt mich wirklich die Leidenschaft, weil es ist kein Auftraggeber dahinter und es ist einfach nur der Wille zu gestalten, neue Dinge aus dem Boden zu stampfen, anderen Unternehmen zu helfen, den Menschen zu helfen, um einfach das Richtige zu tun, indem man hinguckt und schaut, was steckt denn eigentlich für ein Problem dahinter, warum zum Beispiel funktioniert ein bestimmtes Business nicht. Reduktion. Hier ein Zitat von Dieter Rams, der sagt, das Design sollte das Produkt sozusagen zum Sprechen bringen. Das Projekt, das ich kurz zeigen möchte, bringt die Menschen, die es benutzen, zum Sprechen. Lead Designer von dem ganzen Projekt ist Martin Summ, Kollege von mir, und sein Team sitzt auch mit hier hinten. Sie haben sich damit beschäftigt, wie ein Wörterbuch so funktionieren kann, dass es wirklich für den Menschen besser funktioniert. Und dann sind Begrifflichkeiten, die uns durchaus aus dem interaktiven Bereich begegnen, wie Navigation, Interaktion, Highlights etc., hier auch verwendet worden, wo natürlich sowas wie führe ich den Menschen eine ganz große Rolle gespielt haben. Dann bis ins Detail gehend, die Optimierung des ganzen Textes so, dass man sich leicht tut, dass man das Gefühl hat, man findet die Dinge, dass Sprache nicht so Qual wird, dass es klar wird. Und das sind jetzt nur so typografische Details, schon alleine dass dadurch, dass eine andere Schrift gewählt wurde und obwohl der Zeilenabstand in der neuen Version größer ist, heißt mehr Luft lässt, ist es so, dass da einfach mehr Text auf die gleiche Fläche in etwa passt und dadurch war einfach ein viel, viel leichtereres und übersichtlicheres Erscheinungsbild geschaffen haben, indem man teilweise auch Dinge einfach reduziert hat. Das Wissen. Gutes Design löst einfach schlicht und einfach das richtige Problem. Manchmal beschäftigen wir uns mit der Oberfläche und gucken uns nicht das an, worum es eigentlich tatsächlich geht. Ich habe hier ein Projekt mit reingenommen in meinen Vortrag, wo ich das Gefühl habe, zumindest können mich die Menschen korrigieren, dass da eigentlich nur des Designs willens designt wurde. Ich weiß nicht, weiß jemand von euch, was das ist? Das ist ein Space Pen. Der wurde, ich glaube, 1965 entwickelt, damit man im All damit schreiben kann. Der kann kopfüber und unter Wasser und weiß der Kuckuck was alles. Hat einen wahnsinnigen Materialaufwand, eine irrsinnige Entwicklungszeit gebraucht, bis man dann einfach irgendwann diesen Kugelschreiber hatte, der alles kann. Und damals sind die Russen auch ins All geflogen und haben was viel Simpleres benutzt, schlicht und einfach einen Bleistift. Und ich habe natürlich recherchiert, weil ich mir dachte, das kann ja nicht sein. Ich weiß, es gibt die Erklärung darüber, warum Bleistift nicht geeignet ist und das liegt wohl daran, dass Holz und Graphit in dieser sauerstoffreichen Luft einer Raumkapsel möglicherweise leicht entzündbar sind. Ob das nur eine Erklärung ist oder tatsächlich der Wahrheit entspricht, kann ich nicht sagen. Aber manchmal sind die Dinge viel, viel einfacher, wie wir denken. Und wir stecken, ohne zu wissen, unsere Energie in die falschen Sachen rein.
Relevanz. Das ist ein Zitat, das weiß nicht, wer auf Facebook unterwegs ist, das in den letzten Wochen, ich glaube, jeder nochmal irgendwie weitergeleitet hat. Das ist unglaublich. Deswegen, ich finde es ja toll, aber das ist witzig, welche Sätze dann welche Bedeutung auf einmal bekommen. Alle sagten, das geht nicht. Dann kam einer, der wusste das nicht und hat es gemacht. Und es ist einfach geil. In dem Zusammenhang ein Projekt, das mit einem Bild startet, von dem Menschen, der wusste, wie das nicht gehen könnte. Und das ist Serife Vural und ist die Schwester von Murat Vural, von dem vielleicht ein paar von euch schon mal gehört haben, weil er mittlerweile wirklich bekannt geworden ist. Die sind in einer Familie aufgewachsen, die Migrationshintergrund hat, so wie man heutzutage schön sagt, kommen aus der Türkei, eine größere Familie, mehrere Geschwister. Und obwohl die in der Türkei eine saugute Ausbildung hatten, haben sie sich in Deutschland einfach brutal schwer getan. Die haben sich schwer getan, da reinzukommen in das System, die haben sich schwer getan, sich zu integrieren und haben festgestellt, dass das eigentlich allen so geht und dass es Gruppen gibt, die sich dadurch wirklich in die Isolation begeben und zwar selber, weil sie halt einfach nicht diesen Anschluss finden. Und Serife hatte die Idee, dann ein Nachhilfekonzept zu entwickeln, wo man mit ganz, ganz wenig Investition sehr viel Wirkung schafft. Das Problem nämlich, dass die meisten Familien in diesen sozialen Kreisen haben, ist, dass sie eben nicht das Geld haben, 5 Kinder Nachhilfe zu geben zu lassen und dann Einzelkurse. Das heißt, die haben dann vielleicht nur mal kurz Nachhilfe und dann wieder nimmer etc. Pipapo. Das heißt, Nachhilfe müsste eigentlich umsonst gehen. Und damit es funktioniert, die haben sich hingesetzt, haben ein System entwickelt und gesagt, eigentlich brauchen sie ja nur einen Studenten, der sich bereit erklärt, 8 Schülern Nachhilfe zu geben in älteren Klassen. Und die 8 müssten als Lohn selber Nachhilfe geben den Jüngeren, weil sie ja eigentlich das Wissen haben sollten, das die Jungen brauchen, damit die wieder weiterkommen. Das heißt, das Ganze funktioniert an der Stelle kostenneutral, bis auf möglicherweise diese eine Stelle, dieser Student, der da motiviert werden müsste, diese Nachhilfe zu geben. Das ist jetzt schon viel, viel weiter gediegen, sind die gar nicht eingestiegen. Mittlerweile sind sie so erfolgreich, dass sie natürlich Schulkoordinaten haben, die sich um die Studenten dann wieder kümmern, sich das leisten konnten, dass dann auch in den einzelnen Gruppen, in diesen älteren Schulklassen jeweils einer drin sitzt, der die ein bisschen coacht. Und der positive Effekt ist nicht nur, dass diese Kids alle Nachhilfe kriegen, und in Summe sind das ganz schön viele, weil das sind 16 plus 8 jeweils ausgehen nur von einem einzigen Menschen, sondern dass die auch lernen, verantwortlich mit dem anderen umzugehen. Die lernen, wie es ist, wenn man jemand was beibringen kann. Die lernen, wie man sich verhält und auch wie man fördern kann und was es bedeutet, selber gefördert zu werden. Und das Prinzip ist natürlich x-mal multiplizierbar. Und es ist einfach ein fantastisches Projekt. Wir haben die von Anfang an begleitet und haben versucht, mit denen so ein Modell zu finden, das es erklärt, was sie eigentlich tun. Haben für die eine Logoentwicklung gemacht, die darin gemündet hat, dass man eigentlich kein klassisches Logo machen konnte für so eine Gruppe. Das ist von den Koordinaten, muss man sich vorstellen, alles Leute, die irgendwie aus dem Schulumfeld kommen, teilweise Studenten sind, teilweise Schüler sind, bunt gemischt, x Nationalitäten. Und wir hatten so einen Markenfindungsprozess, wo ich glaube 18 von diesen Menschen dabei waren und es war nur bunt die ganze Zeit. Es war wahnsinnig kreativ und was wir festgestellt haben zum Schluss ist, es ist wichtig zu zeigen, es gibt viele und die kommen meistens in anderen Konstellationen zusammen. Und es gibt Überschneidungen und die bereichern sich und die fangen manchmal als Fliegen an, es läuft die Animation nicht weiter durch, sondern es ist eine dynamische Geschichte.
Das ist im Prinzip eigentlich nur der Anfang im Moment. Wir betreuen im Augenblick nicht aktiv. Wir würden das gerne mehr tun, aber da muss man auch gucken, dass man so eine Organisation erstmal wachsen lässt. Man kann da nicht als Design-Corporate-Agentur reingehen und denken, die gehen jetzt irgendwie den ganzen Weg schon mit, sondern die haben alle Tools und können selber ihre Sachen gestalten. Das sind die Herrschaften, die im Moment das Ganze führen. Murat Vural in der Mitte hat letztes Jahr den Bundesverdienstkreuz bekommen für das Projekt, das er hier initiiert hat. Da sind wir einfach sau stolz drauf, dass wir solche Leute unterstützt haben und finden das Projekt richtig klasse. Konsequenz. Jetzt bist du überrascht, Boris. Wer Nachhaltigkeit nicht nur zitiert, wird auf Verantwortung stoßen. Ich weiß nicht, wie viele von euch für große Unternehmen arbeiten. Wir tun das für ein paar große Unternehmen. Und es ist so, dass Corporate Responsibility immer ein Riesenthema ist. Man muss 5 Minuten noch, das kann nicht sein. man muss das nach außen zeigen, was für tolle Sachen man unterstützt, was man denn eigentlich alles Tolles tut in der Welt, damit man möglicherweise manchmal auch die Leute blendet für die Dinge, die man eigentlich nicht tun und besser tun sollte. Ich selber nicht, aber das Hause Kochan und Partner arbeitet seit fast 30 Jahren für ein Unternehmen, Studiosus Reisen, das, bei dem man sich im ersten Augenblick denken würde, die können gar nicht nachhaltig agieren, weil sie machen Reisen. Sie karren irgendwie jede Menge an Menschen über die Welt, sie fliegen, sie fahren Bus, benutzen Autos etc. Wir produzieren 2500 Seiten Katalog jedes Jahr, ich weiß nicht in welche Auflage etc. pipapo. Und ich habe mich belehren lassen und da bin ich auch wirklich dankbar, weil ich es dann kapiert habe, was Studiosus eigentlich wirklich alles tut, um nachhaltig zu agieren, und die hängen es eben nicht an die große Glocke, sondern sie machen es einfach. Und das finde ich faszinierend. Studiosus hat eine Foundation gegründet und sie unterstützen sowohl Entwicklungsprojekte als auch das kulturelle Erbe im weitesten Sinne, indem sie verschiedenste Projekte fördern. Darüber hinaus versuchen Sie diese Sachen eben, wie ich eben schon gesagt habe, nicht auf die Website zu packen und zu sagen, wir sind ganz toll, sondern Sie knüpfen das in Ihre Reisen ein. Das heißt, wenn man nach Südamerika auf eine Reise geht, dann wird man irgendwann mal diese Projekte kennenlernen, um einfach die Augen geöffnet zu bekommen, was da eigentlich passiert, was bestimmte Zustände sind, was man machen kann und wie sich das Ganze entwickelt. Und das finde ich wirklich toll. Ich glaube, sie sind eines der wenigen Unternehmen, die versuchen, das, was nicht schaffbar ist, das heißt CO2-frei zu arbeiten, wie wir heute Morgen gelernt haben, das so zu machen, dass es CO2-neutral wird und ihr Bestes dazu zu tun, dass das einfach funktioniert. Das Ganze sieht man dann natürlich auch in der ganzen Gestaltung der Kataloge, denn wir arbeiten hier an keiner Stelle mit den 0815 klassischen Bildern, wo man dann von bestimmten Ländern schöne Strände und Palmen sieht, sondern es setzt sich eigentlich immer mit den Menschen und mit der Kultur des Landes auseinander und geht, wie ich finde, sehr respektvoll damit um. Nur ein ganz kurzer Blick auf den Geschäftsbericht von Studiosus. Da ist die Geschichte dahinter eine ganz tolle, weil sich abgesehen von dem mittleren Part, der sich mit den Zahlen und Fakten beschäftigt, sich mit den Menschen beschäftigt, die in Deutschland leben und aus einem anderen Land kommen und diese interviewt hat, wie es ihnen damit geht, was für Erlebnisse sie haben. Und es ist einfach ein Buch, das total schön zu lesen ist, hat mit dem Geschäftsbericht an den Rändern eigentlich nicht mehr viel zu tun. Sehr sympathisch. Falls ihr irgendwie eine Ausgabe ergattern könnt, holt euch eine.
Gut, jetzt muss ich mich beeilen. Ich habe ja gehört, ich habe nur noch 5 Minuten. Jetzt wahrscheinlich sind es nur noch 2. Zum Thema Respekt. Boris hat vorhin heute Morgen ein Projekt erwähnt, bei dem wir lernen mussten, dass die Geschichte manchmal gar nicht so einfach ist und dass die Auseinandersetzung mit der Geschichte manchmal ein Problem darstellen könnte. Wir sind an das Thema Munich Creative Business Week so rangegangen, dass wir uns angeguckt haben, was zeichnet München eigentlich aus und wie sieht das moderne München heute aus, und haben ein Signet entwickelt, und ich gehe jetzt wirklich schneller durch, sonst packe ich nicht mehr, Signet entwickelt, das es nicht gibt, wo wir natürlich Aspekte der Geschichte zitieren und eigentlich die Hoffnung hatte, dass es einen positiven Dialog darüber geht und nicht eine negative Assoziation. Es ist natürlich keine Fraktur, es sind ja nicht mal Frakturelemente, es hat natürlich eine Erinnerung an die Fraktur. Wir arbeiten hier mit geometrischen Formen, die eigentlich gestaltete Formen sind. Wir haben aber Tests gemacht, wie wir es bei den meisten Wortmarken machen, die wir machen, und es ist durchgefallen, weil es eben diese negative Assoziation hatte. Und was wir heute bei der MCBW haben, ist dieses Logo hier. Wir sind trotzdem eigentlich mit dem gesamten Erscheinungsbild ganz happy. Es ist für die Veranstaltung sicherlich richtig. Wir haben es auch geschafft, ganz schöne, wie wir finden, Übertragungen des Ganzen zu finden, wo man nicht mehr mit dem Logo arbeitet, sondern mit Symboliken, die dann die ganzen Disziplinen des Designs widerspiegeln. Und so müssen wir gar nicht so plakativ mit dem Logo arbeiten und kriegen sehr viel Bewegung damit rein. Ich kürze das jetzt ein bisschen ab, hätte zu den Bildern vielleicht noch ein bisschen was sagen wollen. Aber der letzte Punkt ist mir total wichtig, der Übermut. Und zwar geht es uns da auch nicht um dieses leichtsinnige Umgehen damit, sondern um den Mut, Dinge zu machen. Und aus dem Buch Die Wahrheit von den goldenen Hirschen daraus, alle sind mächtiger als wir, eine Erkenntnis, dass viele Menschen wahnsinnig viel bewegen können. Und es müssen nicht Designer sein. Und in dem Zusammenhang im Blick auf ein Projekt, wo ich nicht weiß, wie viele von euch das kennen, The Parking Day, entstanden eigentlich nicht als feste Organisation, feste Aktion, sondern einfach von den Leuten, ich glaube in den USA, in New York war das, ich bin mir nicht ganz sicher, die sich einen Parkplatz auf der Straße gemietet haben, da einfach ihre Euros, Dollar reingeschmissen haben und diesen Platz für andere Zwecke genutzt haben, weil es da keine Vorschrift gibt, wie man diesen Platz nutzt. Und da sind die lustigsten Dinge entstanden. Mittlerweile ist es eine sehr populäre Aktion, die auch in München stattgefunden hat, im Übrigen, wie ich jetzt weiß. Auch Kunst natürlich. Oder eine Werkstatt, die dann temporär aufgebaut wird. Ein Konzert, das ist übrigens am Rindermarkt hinten. Oder ein Garten, wo man sich über die verschiedenen Pflanzen, die da gepflanzt sind, informieren kann. Und am Ende des Tages oder je nachdem, wie lange die Münzen halten, wird das Ganze wieder abgebaut und dann ist es ein normaler Parkplatz. Und das ist eigentlich mein Schlusssatz. We cannot not change the world. Vielen Dank. Ich weiß nicht, wie die Zeit aussieht. Wenn Sie Fragen an Martina Grabowski haben, dann bitte jetzt. Ansonsten machen wir eine kleine Pause von ungefähr 10 Minuten und sehen uns dann gleich wieder hier.